Der Glühwein ist heiß, die Würstel sind gegrillt, die Lampen leuchten, das Viertel ist rosa, es ist wieder Pink Christmas. Herzlich willkommen auf dem Stephansplatz 2015! Wir freuen uns, dass unser, der kleinste Markt in München, der kleinste Weihnachtsmarkt, vom wichtigsten Mann in der Stadt eröffnet wird, Oberbürgermeister Dieter Reiter. Dankeschön. Vielen Dank, Dankeschön. Liebe Gäste hier an, ja, ich will sagen, am coolsten Christkindlmarkt Münchens hier bei Pink Christmas. Es ist auf jeden Fall für mich dieses Jahr der erste und ein absolut wichtiger Termin, Pink Christmas hier wieder zu eröffnen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich mache es wirklich sehr gerne. Es ist ein kleiner, aber wunderbarer Markt hier. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen, eine wunderbare Weihnachtszeit und heute noch und die nächsten Tage ganz viel Spaß hier bei Pink Christmas. Herzlichen Dank. Dankeschön. Sag mir quando, sag mir wann. Sag mir quando, quando, quando ich dich wiedersehen kann. Sag mir quando, sag mir wann. So, meine Lieben, wie ist die Stimmung heute Abend hier auf dem Pink Christmas? Wenn mal alle Hände zum Himmel aufgeht. Sind alle Hände oben? Nein. Alle Hände. Da, da, di, da, da, da. Jetzt alle mal die Füße zum Himmel. Dann sitzt ihr alle sowas von auf dem Arsch, glaubt es mir. Nicht so viel, nicht so viel. Klatscht nicht so doll, nicht so heftig. Das ist so warm hier am Platz, hör mal. Da kommen die ganzen warmen Winde zu mir nach vorne, mir haut den ganzen Putz aus der Fresse. Das wollte ich nicht, ne? Ich bin ja froh, dass ich das Zeug drin habe. Wie würde ich ohne aussehen? Naja, schaut euch mal um. Die Tante macht nur Spaß. Die Tante ist ein Onkel. Uiuiuiui. Wobei, bei uns zu Hause war es immer so klein wenig strange. Mein Vater wünschte sich immer einen Sohn, meine Mutter eine Tochter, Peng, da war ich ein Cocktail. Ja. Naja, es ist eben ein kleiner Weihnachtsmarkt hier in der Community. Mit einem Viertel im Glockenbachviertel. Klein, aber fein. Man trifft sich, man sieht sich. Und das triffst du halt, oder hast du halt auf einem großen Weihnachtsmarkt nicht in dem Maß, wie du es hier hast. Hier ist man so unter sich ein bisschen. Weil er einfach einmalig ist und weil er ganz einfach das widerspiegelt, was München zu bieten hat. Nämlich, wir sind sowas von bunt, wir sind pink, wir haben alle Farben und wir grenzen keinen aus. Ganz einfach. Ich liebe das einfach, weil die Community, die Münchner Schwulen-Community, hier zusammen feiert und jeder kennt jeden und es ist eigentlich wie ein großes Familienfest. Ja, ganz einfach das Miteinander her. Er ist klein, er ist gewachsen über die Jahre, er ist ganz einfach her ein Individuum und er ist hier am Stephansplatz. Wir haben hier gerade die Stephanskirche gleich nebenan und wir dürfen hier feiern und das ist so ein Stell-Dich-Ein, auch mit den ganzen Anwohnern hier zusammen her. Die kommen einfach runter und feiern mit uns und das ist das Schöne, dass es keine Ausgrenzung gibt. Das macht uns so speziell. Ich liebe Weihnachtsmärkte, aber manchmal geht man anonym auf Weihnachtsmärkte, aber hier ist ganz einfach ein Treffen und Zusammenkommen und das macht es ganz einfach so speziell. Wie persönlich? Sehr gut natürlich. Was wäre denn dir? Ja, weil es jeden Tag lustig ist. Und was ich auch schön finde, ist, dass eben auch wie die Straßenfeste teilweise im Sommer, dass die Anwohner und die Community so ein bisschen sich vermischen. Und das macht es eigentlich besonders charmant und interessant. Ich werde keinen dazu zwingen, hierher zu kommen, aber ich kann es nur empfehlen. Also wirklich, es ist jedes Jahr wieder eine neue Herausforderung. Wir haben ganz, ganz tolle Künstler. Es ist ein ganz tolles Stell-Dich-Ein. Ihr seid heute hier, ihr seid demnächst hier, hoffe ich doch ganz einfach. Ja. Und es ist ganz einfach ein schönes Zusammenkommen. Ja. Thank you.
Es wird wieder Zeit für ein Unboxing-Video. Diesmal haben wir uns etwas ganz Spezielles ausgesucht, nämlich in der Weihnachtsgeschenkeabteilung. Klar, dass auch dort Glückler mitmischt. Und was genau? Da schauen wir jetzt rein.